Einen Döner bitte, mit Kalbfleisch, Salat komplett und Kräutersoße. Bestellungen wie diese nimmt Ismael Inceda seit 25 Jahren auf der Gerichtsstraße 7 entgegen. Ein Vierteljahrhundert, eine beachtliche Zeit, die ohne die Mithilfe seiner Cousins, die damals schon in Sachsen lebten, nie begonnen hätte. Ja, wo meine Cousine, da wo da hier, die haben gelebt, sie haben gesagt, ich soll auch da hierher kommen. Und so kam es dann auch. Ismael, der in der Osttürkei geboren wurde und seit 1979 in Heidelberg und Tübingen in der Metallbranche arbeitete, eröffnete Ende 1995 den ersten Dönerladen in der Altstadt. Er übernahm die Gaststätte zur letzten Instanz. In den ersten Jahren boomte der Verkauf von anatolischen Speisen. Mit mir, wir sind wohl 7 Leute gewesen. Ich habe 6 Angestellte gehabt. Es war gut und schön, immer noch. Alles okay, alles gut. Ich komme mit dem die Kundschaft oder meine Stammkunde ganz gut klarkommen. Das heißt, ich habe bis jetzt gar keine Probleme gehabt. In den letzten 2,5 Jahrzehnten hat sich aber einiges geändert. Heute schmeißen Ismael und seine Frau Türkan den Imbiss im Alleingang. Quasi 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und tatsächlich, wann immer man am Kebabhaus vorbeigeht, irgendwo wuseln die beiden immer herum. Morgens früh kommt immer meine Frau runter und um 8:30, 9 zum Vorbereiten, die Salat und die Brot und sauber machen, putzen, aufräumen. Und dann ist es 9:30, 10, ich komme runter. Nach 25 Jahren als Dönerverkäufer weiß Ismael, warum wir Deutschen das türkische Gericht immer noch gern verzehren. Das ist Döner, es ist ordentlich richtig gesund. Viele verschiedene Salat und die Fleisch und die Soße. Zum Beispiel die Eisbergsalat, Tomaten, Gurken, Weißkraut, Rotkraut und die Soße, verschiedene Gewürze sind da drin. Und das Fleisch und das auch verschiedene Gewürze da drin. Das ist billig und das ist die lecker. Döner macht schöner. In genau 2 Monaten, am 25. Januar, wird Ismael stolze 66 Jahre. Schluss sein soll dann aber noch nicht. Ich will noch höchstens noch 2 Jahre weitermachen, mehr nicht. Ich habe noch eine Kinder, das ist in der 12. Klasse, nächstes Jahr macht die Abi. Wann er fängt dann zum Studieren, dann ich versuche zum Aufhören. Ob dann, irgendwann im Jahr 2022, tatsächlich der letzte Döner über Ismaels Tresen geht, bleibt offen. Bei dem Tatendrang, den er heute, ein Vierteljahrhundert nachdem er nach Pirna kam, immer noch an den Tag legt, für viele momentan nur schwer vorstellbar.